Hallo liebe YouTuber, hier ist der Andi von Seriennews TV. ProSieben baut mal wieder den Serienmontag um. Das ist nicht ungewöhnlich, das machen die meistens immer zum Jahresbeginn. Und diesmal nimmt ProSieben die Sci-Fi-Serie Terra Nova ins Programm und strahlt diese ab dem 27. Februar immer montags um 20:15 Uhr aus. Die erste Staffel beinhaltet 13 Folgen und zum Start gibt es eine Doppelfolge und anschließend dann immer Einzelfolgen. Die Frage, die sich stellt, ist, welche Serie dann im Anschluss laufen wird. V ist nicht mehr verfügbar, Falling Skies würde passen, da gibt es aber die zweite Staffel eben noch nicht. Die läuft auch in Amerika noch nicht. Und Fringe wäre möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich, darüber gibt es aber noch keine genauen Informationen. Die Serie Terra Nova spielt im Jahr 2149 und unserem Planeten geht es nicht wirklich gut, denn die Umwelt ist mittlerweile so weit zerstört, dass die Existenz der Menschen bedroht ist. Der Planet Erde ist überbevölkert und die Umwelt völlig zerstört und es gibt auch keine Möglichkeit mehr, diese Zerstörung rückgängig zu machen. Deshalb haben Wissenschaftler nach einer anderen Möglichkeit gesucht. Sie finden einen Weg, Menschen in die Vergangenheit zu schicken, und zwar 85 Millionen Jahre zurück. Die Menschheit bekommt quasi eine zweite Chance, nochmal alles richtiger und besser zu machen. Citizens of 2149, together, we are at the dawn of a new civilization. Welcome to Terra Nova, folks. Welcome home. We're starting over as a family. We did the right thing, didn't we? Coming here. The answer is yes. We did do the right thing. What's that? Welcome to paradise.